Herzlich willkommen zurück zu The Pass. Ja, ach, meine Maus brauche ich jetzt gar nicht mehr. Stimmt, ich kann ja jetzt wieder. Lauf mal. Oh Gott, die ist ja. Oh, einen Moment mal ganz kurz. So. Ich bin wieder da. Und der Ton geht los. Sehr schön. I'm so sorry. Ich habe jetzt auch nur Zeit für eine Folge. Ich muss danach noch arbeiten. Ich muss zu Kunden. Und da hat mich gerade noch ein Kunde jetzt gerade angerufen. Aber auch wieder geil, ne? Weißt du, gerade die Aufnahme angefangen und schon... echt genial. So, warum sehe ich denn eigentlich... Ach, da drüben ist der See. Ich wollte gerade sagen, warum sehe ich hier nichts? Wolf. Ja, eigentlich, also ich habe ja gesagt, ich gehe jetzt mal zur Großmutter. Aber wir haben ja nur einen Raum freigeschalten. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich mal Richtung Wolf gehen. Na komm, geh da lang. Und ja, erstmal wieder klar werden hier so. Und müssen da Sex, Drugs and Rock'n'Roll Dose einsammeln, wahrscheinlich eher. Oder Gift oder. Ja. Also diese X-Dose da. Hä, habe ich jetzt gerade das Viech auf dem Ding gesehen? Nee, ne? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Warte mal, jetzt kannst du aber mal wieder laufen, Mädchen. Das Mädchen rennt gerade so im Nichts rum. Der könnte mir eigentlich auch mal folgen. Wo ist denn die gerade? Weil die ist ja eigentlich auch immer an so Orten. Wir brauchen noch unbedingt das Spinnennetz noch. So, jetzt immer. Wahrscheinlich läuft die aber auch gleich zum Wolf. Wo ist sie denn jetzt? Hä? Okay, jetzt bin ich wieder zum Wald. Oh. Gut, dann laufen wir halt schnell hier über den Pfad mal rüber. Oh, ja, eine super Aufnahme, Leute. Ich sehe es schon. So, da hinten ist sie. Können wir die eigentlich sehen von hier aus? Ich sehe es jetzt gerade nicht. Wir brauchen nämlich noch das Spinnennetz. Ich weiß nicht, ob wir sonst eigentlich noch irgendwas hatten mal, wo es nur Carmen war. Ich weiß es jetzt gerade echt nicht. Da ist die Badewanne wieder. Da hatten wir unseren Ort, unseren ersten. Jetzt ist sie wohl beim Wolf, weil jetzt ist das Krickelkrackel und das Weiße aufeinander. Ja gut, dann, ja, wie gesagt, wir müssen jetzt echt nur aufpassen. Ich will jetzt echt nichts auslösen. Sonst speichere ich nicht ab oder so. Obwohl, ich glaube, es speichert ja eh irgendwie automatisch. Das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal dann gesehen. Da ist eine Blume, die könnten wir auch nochmal vorher sammeln. Also links war die gerade. Gehen wir mal hin. Nee, Badewanne brauchen wir jetzt nicht. Dahinter ist auch irgendwas. Das ist der Brunnen. Wir könnten auch nochmal hier auf die Karte schauen. Ja, du siehst die Blume schön, ne? Ja. Ah, da. Heute ist es aber anders aufgebaut, Leute, oder? War die Badewanne... Oder wurde die mir jetzt erst... Die wird mir jetzt erst angezeigt, wahrscheinlich, ne? Seitdem ich jetzt mit ihr den Ort freigeschalten habe. Dann passt es doch noch. Wäre eigentlich interessant, ob wir das Auto eigentlich auch mal sehen. Aber wie gesagt, das schaffe ich wahrscheinlich heute nicht. Wir gehen jetzt gleich mal da zum Wolf hinter. Und hoffen mal, dass dann... Müssen da dann weggehen. Ich weiß nicht, ob... Wenn ich da zum Mädchen... Wir können es ja mal ausprobieren, ob ich mit dem weißen Mädchen, wenn sie am Wolf ist, ob ich da mit ihr handeln kann. Handeln. Um mein Leben. Hä? Warte mal. Jetzt bin ich gerade an der Blume vorbeigelaufen, ne? Ja. Sorry, Leute. Ich war jetzt gerade schon wieder so im Labern. Da hinten ist noch eine, ne? Nee, das ist was anderes. Das ist die Badewanne. So. Okay, Wolfi. Ja, müssen wir ja nur zum Mädchen gehen, weil die ist ja da hinten. Oh, ich sehe ja schon die Hütten. Oh. Vorsichtig. Habe ich jetzt vorhin wieder Ginger gesagt? Ich hoffe nicht, ne? Wir sind mit Carmen hier drin. Aber wir haben auf jeden Fall, was ich jetzt nämlich sagen wollte, mit Ginger, ich höre die Musik schon. Diese Hütte aufgebrochen. Da können wir auf jeden Fall mit ihr reingehen. Glaube ich.
Oder wurde uns das Scarlet angezeigt? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Carmen. Wo ist er? Ding, ding, ding. Eine kleine Ansage hier. Und zwar hat irgendwie Outer City bei mir abgespackt. Das ist mir bei der Bearbeitung aufgefallen. Und die nächsten 6 Minuten gibt es keine Stimme von mir. Warum auch immer. Ich habe auf jeden Fall schauspielerisches Talent. Das möchte ich gar nicht irgendwie sagen oder sonstiges. Aber ich habe keinen Bock drauf, euch irgendeine nachkommentierte Scheiße hier vorzusetzen. Daher sehen wir das wirklich jetzt hier als nachkommentiert an. Also es ist auch einfach jetzt nachkommentiert. So. Diesmal habe ich mich übrigens nicht erschreckt bei der Filmszene, weil ich wusste, dass sie kommt. Und der Sound erinnerte mich so ein bisschen an Mückensummen. Das Zelt ist zu, die Hütte ist zu, aber das Bier scheint frisch zu sein. Und die Feuerstelle ist noch warm. Ja, das hatte mich gewundert, weil ich wollte dann trotzdem zu der Hütte gehen, weil wir ja wussten, dass wir mit Ginger die Hütte geöffnet hatten. Ja, also darum bin ich da auch zur Hütte gegangen. Tja, nur leider tut sich halt gar nichts. Das konnte ich in dem Moment wieder überhaupt nicht akzeptieren. Wahrscheinlich hat deswegen Outer City gestreikt, weil ich mich ein bisschen aufgeregt habe, dass das doch jetzt schon wieder verdammt nochmal nicht sein kann. Ja. Und natürlich versucht man es noch ein paar Mal, aber nein. Ja. Hier konnte ich nicht aus dem Bild gehen, da gehe ich irgendwie gegen eine unsichtbare Wand. Und das Bild ändert sich hier auch witzigerweise nicht. Erst jetzt. Und ich hatte natürlich auch die ganze Zeit Panik, klar, weil ich dauernd Panik hatte. Ich sehe diesen Typen, darum drehe ich mich hier auch so ein bisschen bekloppt, weil ich einfach dauernd Angst hatte, dass irgendeine Aktion hier anfängt, die ich dann nicht abbrechen kann. Ja, dann wollte ich mal zum Zelt gehen, weil es hieß ja auch, das Zelt ist zu. Aber trotzdem wollte ich es halt ausprobieren. Und wir haben jetzt eben hier schon mal gesehen, kurz ist die Feuerstelle aufgeblinkt, genau, jetzt kommt sie nochmal. Das wollte ich gar nicht tun, weil klar, es wird irgendwas heißen, aber nee, machen wir lieber mal nicht, ne? Man weiß ja nicht, was man hier auslöst. Genau, da sehe ich jetzt also hier diese XXX-Dose und die wollten wir ja auf jeden Fall mitnehmen. Ein Raum, eine Treppe nach oben. Wir hatten die Treppe nach unten und nun haben wir die Treppe nach oben. Wir müssen ja auch wieder irgendwie raufkommen. Von außen kalt und von innen warm. Drehender Kopf und sprudelndes Blut. Fand ich wieder total psycho, fand ich total cool, bis mir dann klar wurde, ganz logisch natürlich, das hat einfach besoffener Zustand, ne, ganz klar. Ja, das Mädchen hängt mal wieder da unten in diesem Zelt drin und ich hatte gedacht, ich könnte mich dann vielleicht mal zu ihr legen. Oder wir könnten irgendwas machen oder sie würde mich vielleicht zum Pfad schon bringen, weil das hatte ich ja dann eigentlich auch schon vor, ich wollte mehr ja gar nicht mehr dort an dem Ort machen. Ja, nur passiert mal wieder halt gar nichts. Ja, man kann sich vorstellen, wie ich mich aufgeregt habe. Ja, einmal durch die Haare streichen, sehr schön. So, und jetzt erwarte ich wieder, es passiert was. Ha, 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 ha. Es ist göttlich. Ja, in dem Moment hatte ich einfach keinen Nerv mehr drauf und habe mir gedacht, okay, nö. Ende jetzt, ich gehe jetzt und rufe das Mädchen halt dann sozusagen zu mir, indem ich einfach dann still stehen bleibe und nichts mehr tue.
Kennen wir ja schon. Und daher gehe ich jetzt wieder von dem Ort ein bisschen weg, damit nicht irgendwie eine Aktion wieder ausgelöst wird. Die Musik normalisiert sich auch wieder. Also ich hoffe, das war jetzt für euch in Ordnung mit diesem bisschen Nachkommentieren. Ich kann es jetzt einfach nicht leider nicht ändern. Ich hätte es auch komplett still lassen können und ihr hättet euch eure eigene Meinung bilden können. Aber das könnt ihr auch beim Spielen. Ah, hier kann ich noch mal kurz was sagen. Hier sage ich also, naja, wir sehen ja, dass wir mit Ginger auf jeden Fall die Hütte aufgeschlossen haben, weil wir haben ja sogar mit Ginger einen Raum dafür bekommen. Ja. Okay. Jetzt ist das Nachkommentieren wieder zu Ende. Ding, ding, ding. Und ein Zeitraffer beginnt, wollte ich nur sagen. Nicht erschrecken. Aber auch hier ganz am Anfang halt. Ja, umarmt euch nochmal kurz hier. Sehr schön. Muss ich wieder voll weit laufen. Ja, und jetzt aber Abmarsch. Ich danke dir. Tschüssikowski. Willst du mich an die Hand nehmen vielleicht? Magst du mich an die Hand nehmen? Oder gehst du einfach? Oh, wir müssen jetzt nicht Klitsche-Klatsche spielen. Ich nehme mich an die Hand, ich nehme mich mit zur Großmutter, wenn du magst. Wolltest du gerade dem Vogel hinterherrennen, weißes Mädchen? Na komm, ich gehe jetzt zur Großmutter. Willst du mitkommen? Na komm. Leute, was macht denn ihr jetzt da? Ich sehe es gerade nicht so richtig. Oh, was spielen die denn da? Ich klatsche eine Fliege vor deinem Gesicht? Das haben wir noch nicht gesehen hier. Ja, gut, Leute, jetzt ist aber mal gut jetzt hier. Wir wollen jetzt nochmal zu Großmutter heute kommen. Entweder kommst du mit oder nicht. Kommst du jetzt mit? Ja oder nein? Nein? Gut, dann lass mich aber jetzt auch jetzt gehen hier. Tschüssikowski. Was spielst du da? Verstecken? Nee, was machst du denn jetzt? Ich hab's ja immer noch auf, irgendwie auf dem Schirm. Ich mach mal Enter. Na?
Wahrscheinlich spielen sie jetzt gleich noch wieder irgendwas. Ich klatsche eine Fliege vor deinem Gesicht. Ja, also wie gesagt, das kannte man noch nicht wirklich. Keine Ahnung. Carmen, komm jetzt. Ich habe jetzt hier keinen... Wir müssen jetzt mal... Lauf jetzt mal. Ich habe den ganzen Tag Zeit hier. Ist das weiße Mädchen noch da? Kommt es mir wenigstens hinterher? Nee, schon wieder weg. Oder? Da hinten. Keine Ahnung. Gut, lauf. Ja, aber steht genau gegenüber von mir. Das muss eigentlich auf dem Pfad stehen. Da hinten läuft es da lang, aber ich sehe es jetzt nicht mehr. Ist ja auch vollkommen wurscht. Die hätte mich auch mal ein bisschen näher. Was ist denn da hinten? Das sind nur große Bäume. Manchmal sehe ich hier Sachen, die sind da nicht da. Nennt sich Halluzinationen. Jetzt wird's vorne vor uns so. So, seht ihr das hier? So Mädchen krickel krackel weiß. Sehr merkwürdig. Warum? Da, seht ihr das? Die ist genau auf dem Haus drauf? Daneben? Warte mal. Also wenn die jetzt hier irgendwo hier vorne stehen würde, wäre das ein bisschen komisch, weil dann hätte sie sich aber wirklich teleportiert. Vielleicht steht sie im Wald dahinter, sozusagen. Aber sie sieht trotzdem irgendwie nice aus. Das ist jetzt so direkt am Haus hier diese weißen Schlieren hat. Es wäre witzig, wenn die jetzt da hinten stehen würde, irgendwie so auf mich warten würde. Wahrscheinlich steht sie gerade im Wald am Spinnennetz. Ganz toll. Nein! Sorry, Leute. Es hat sich gerade zu meinem Desktop zurück verabschiedet, das Spiel. Und zwar, weil da stand, möchten Sie die Einrastfunktion aktivieren, weil ich ja gerade die ganze Zeit hier so rum... Ich glaube, wegen Laufen auf Shift und so. Ja, egal. Schauen wir jetzt mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt heute aussieht hier. Zwei Räume haben wir ja. Schade, dass wir nicht drei haben. Weil dann kann man einfach die Unterschiede nochmal nach dem Wolf dann nochmal besser sehen. Wo es auch interessant wäre, ob wir jetzt eigentlich... Wir haben ja den Wolf jetzt eigentlich getroffen, aber es wird ja trotzdem gefailt sein, weil da unten steht das Bier. Der Teddy ist wieder da. Fernseher ist an. Okay, Küche. Das Messer. Dann ist das... Ja, wie gesagt, genau, auch Bier hier drin und kein Würfel. Ah, da waren... da sind wir noch nie lang gegangen. Wir sind immer hoch. Ja. Genau, die Treppe nach unten. Okay. Wow, was für ein... was für ein Raum. Ach nee, und schau mal hier, Prinzessin auf der Erbse, oder? Mit ihrem Stuhl auf den Matratzen? 100 pro ist das ein... Anspielung darauf. Ich kann mich jetzt leider nicht drehen, Leute. Warte, ich kann... Doch, ich kann es versuchen. Warte mal. Oder... Nee, ich gehe, glaube ich. Das dreht sich, glaube ich, von alleine. Ja.
Okay, sie steht über den anderen Mädchen, oder? Weil es sind fünf schwarze Stühle. Und schaut mal, das sieht aus, auch wieder wie Wasser, wie so ein Pool. Wir sehen da so Schatten wieder drauf und so, als hätte man so Steinchen reingeschmissen. Seht ihr das? Diese kleinen. Da. Das sieht ganz, ganz. Halt, nee, da sind sechs Stühle unten. Aber der eine steht halt abseits und ihrer, der weiß, ist halt. Ich meine, wir haben ja auch sechs schwarze Stühle im Menü. Aber halt ihr weißer halt, der nochmal über allem steht. Ah, jetzt gehen wir doch da lang. Vielleicht, weil wir den Raum. Ja, die Treppe hoch. Okay, sonst wären wir wahrscheinlich rechts lang gegangen. Da war ja auch eine Tür. Okay, jetzt. Ja, so Holz, ne? Von dem Typen. Alles hier in Holz gezimmert. Okay. Jetzt ist da. Was? Was? Jetzt kommt. Was? Also mit. Seht ihr das da hinten, die Treppe? Und wir sehen jetzt hier von oben. Also mit Schwerkraft haben sie es hier in dem Haus auch nicht so wirklich. Okay. Da war jetzt auch der. Stuhl gerade nämlich noch unten gestanden. Was zum Teufel? Es würde mich mal interessieren, was das dann für ein dritter Raum wäre. Alter, sag mal. Ja, Wald, Holz. Jetzt müssen wir doch zu Oma kommen, oder nicht? Was zur So, plups. Ja. Ah, hier bei dem Vogelräumchen. Okay, und dann jetzt hier durch. Also irgendwie wird das immer creepier. Echt. Mit jedem Mädchen. Ah, oh, die Augen leuchten hier wieder. Okay. Okay, also der Wolf steht mal gegen die Wand. Aha. Hat die Oma immer die linke Hand zu liegen und die rechte dann auf dem Bauch? Ich dachte, die lagen immer beide auf dem Bauch irgendwie. Ende des Kapitels 5. Gesammelte Dinge 0 von 2. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, weil extra Räume aufgeschlossen, 1 von 3. Genau, das haben wir auch gemacht. Zurückgelegte Strecke, bla bla. Wolf begegnet. Nein, ja, bla bla bla. Haben wir ja gesehen schon. Rang D. Du weißt, was du. Was du tun wirst? Steuerung? Weil das andere war ja, du weißt, was du getan hast. Und jetzt, du weißt, was du tun wirst, kriege ich jetzt Zukunftssachen angezeigt? Also noch andere Sachen, die ich vielleicht, also jetzt mit ihr vielleicht an der Spinnnetz. Ich will ja eigentlich wieder rein, aber ich schau mal auf die Uhr. Ich kann nicht, ich muss gleich losfahren. Manu. Aber ich glaube, ich gehe heute Abend noch mal rein, weil ganz ehrlich, dieses, du weißt, was du tun wirst, dass mir jetzt auf der Steuerung, auf der Karte halt dann Sachen angezeigt werden, zu denen ich noch hingehen kann. Ich meine, das waren die anderen auch schon, aber das waren ja alles nur Gegenstände, wo wir vorher schon mal waren. Sehr cool, sehr cool. Und man sieht aber auch immer noch 0 von 2. Also ich kann wohl noch zwei Dinge mit ihr auch noch einsammeln. Wäre jetzt die Frage, ob jetzt dazu natürlich die Blume zum Beispiel noch gehört. Weil die haben wir jetzt in dieser Runde nicht eingesammelt. Schätze ich jetzt fast mal. Das heißt, dann bliebe eigentlich nur noch eine Sache. Ja. Das könnte das Spinnennetz sein, aber Spinnennetz könnte auch ein Ort sein. Vielleicht halt, vielleicht können wir auch die Feuerstelle einsammeln. Dann, ich denke, es ist nur noch Spinnennetz und Feuerstelle. Das sind die einzigen Sachen. Eins davon wird einfach so ein sammelbare Erinnerung sein und die andere wird ein Ort sein, also so ein Raum, Räumlichkeit. Gut, Leute, freut mich sehr. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch richtig denke, dass du weißt, was du tun wirst. Ja, dass uns das jetzt Zukunftssachen anzeigen kann.
Einfach Sachen, die wir noch erledigen können. Ich finde es ein bisschen blöd, dass die Tür von der Hütte zu war, weil wir die mit Ginger auf jeden Fall geöffnet haben. Aber naja, gut. Alles klar. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend und oder schönen Tag, wann auch immer das jetzt hier kommt. Und ich gehe jetzt mal arbeiten und freue mich. Tschüss.